Nehmen wir doch diesen Schlüssel. Einmal leicht in die Nase gedrückt. Oh, eine Handvoll Augen. 1 von 7. Na, danke. Camilla war die oberste Krankenschwester hier. Hier hat sie Gabriel kennengelernt. Also das ist der berühmte Arzt, Arzt aus Lichtenheim. Ich hoffe, er ist sein Geld wert. Und was machen wir jetzt noch? Also warum kann ich das noch aufrufen? Niemand weiß das. Ist es links eigentlich die ganze Zeit ein sich bewegender Kopf? Ja, ist eine gute Frage. Ich kann mir das auch nicht erklären. Sieht auch echt nicht gesund aus. Da fehlen, glaube ich, auch so ein paar Anatomieteile. Wir gehen mal in den OP. Sammelfigur. Auge. Dort präparierte Doktori wahrscheinlich seine Prothesen. Na, natürlich. Okay, machen wir einen Gipsabdruck oder sowas? Eine Buchse, um die Rohre zu verbinden. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde, aber... Eine Buchse, um die Rohre zu verbinden. Natürlich, natürlich. Der Unterricht wurde wegen einer interdimensionalen Monsterinvasion abgesagt. Schade aber auch. Ständig kommt was dazwischen. Ich könnte den Safe knacken, ich könnte es aber auch lassen. Warum hier liegen... Also, ich... Was? Blutegel? Geht's? Da stecke ich meine Hand bestimmt nicht rein. Dann nimm noch die Klemmschere. Natürlich. Weißt du, du steckst bestimmt deine Hand da nicht rein, aber die Larven steckst du dir einfach in die Tasche. Das ist vollkommen klar. Ich weiß total, was wir mit den Larven machen. Okay, sind wir draußen dann fertig? Scheint fast so. Okay, fehlt noch ein Auge. Können wir das nehmen? Können wir tatsächlich. Okay. Das war fast ein bisschen zu einfach. Vertausche die Augen. Ja, ja, okay. Waagerechte und senkrechte Diagonale ist offenbar egal. Diagonale ist tatsächlich egal? Ach so, aber die Eingeketteten hier sind vorgegeben. Sehe ich das richtig? Jawohl. Dann packen wir doch mal eins hier hin. Und das kommt hier hin. Und dann würde ich ganz gerne... das kann eigentlich da bleiben. Das könnte... Nee, das kann nicht hier hin. Das muss da unten hin. Das muss hier hin. Dann würde ich eigentlich lieber mit dem Blauen weitermachen, wenn ich ehrlich bin. Das muss hier hin. Das muss hier hin. Da könnte ein Gelbes hin. Irgendwas passt noch nicht. Hier ist auch ein Gelbes zu viel. Okay, woran hakt es jetzt gerade?
Oh, hier fehlt. Ah, hier. Hier, okay. I see. Auch doof, das war schon ganz gut so. Und hier sind auch zwei Orangene. Aber können wir einfach ein Orangenes tauschen? Gott, das ist voll der Krampf. Also ist halt super umständlich. So. Dann ist jetzt die Tür offen, ja? Das ist schön. Glaube ich. Gabriel? What are you doing here? Sylvia, you're a godsend. We could really use each other's help. And why should I trust you? You caused all this. I didn't want to. I'll explain everything after we deal with him. I promise. Disperse this fog. I'll sneak up on him. Vertreib den Nebel. Kein Thema. Ich habe einen Fächer. Nicht? Okay. Genau gesehen. Ich kann meinen Atem nicht so lange anhalten, um mit der Hand da reinzugreifen. Was ist das hier? Kanister. Der Anzeiger sagt, dass die Maschine keinen Treibstoff hat. Der Einfüllstutzen ist sehr klein. Ein Trichter wäre nicht schlecht. Sätze, die ich nicht auf dem Dixie hören möchte. Der Einfüllstutzen ist sehr klein. Ein Trichter wäre nicht schlecht. Gabriel, was tust du hier? Hallo. Okay, wir müssen in den Kanister erst was reinfüllen, ich verstehe. Verscheuche den Nebel, du musst ihn also erschrecken. Ja. Ich könnte ihn vielleicht doch einfach wegriechen, aber. Ich dachte, du spielst das Spiel nicht durch heute. Ich habe gesagt, ich spiele es wahrscheinlich nicht durch heute. Und im Moment haben wir es auch noch nicht ansatzweise durch. Abgesehen davon gibt es ja auch noch ein Bonuskapitel. Also von daher, ich schätze mal, so 2 Stunden hängen wir hier schon noch drin mit Bonuskapitel. Also würde ich mal schätzen, keine Ahnung, aber. Und ich weiß nicht, ob ich hier noch 2 Stunden lang Bock drauf habe. Geht hier noch irgendwas? Ach, Gabriel ist da hochgeklettert, jetzt sehe ich ihn. Der Halunke. Der olle Halodri, weißt du. Ich glaube, wir müssen den Kanister irgendwie auffüllen. Das ist der Deal. Ich weiß zwar nicht wo und womit, aber. Liegen hier zufällig noch irgendwo so eine Phrenologie-Teile rum? Hier. Aber das kann ich auch nicht mitnehmen. Da muss erst der Nebel weg. Können wir den Nebel hier wegfächern? Ah, hier können wir ihn wegfächern. Natürlich. Da können wir ihn wegfächern. Hier auf gar keinen Fall. Pinkel doch rein. In Filmen funktioniert das auch immer. Ich weiß ja nicht, was du für Filme guckst, aber. Also, ich möchte es vielleicht auch nicht in Frage stellen. Moment, hatten wir nicht noch irgendwo ein Safe zu knacken? Finde eine Kombination für den Safe heraus, indem du das Rad drehst und die Stellung der Zähne beobachtest.
Okay, bei der 4 ruckt was. Ah, okay. 4 in die Richtung. 7 in die Richtung. 3 in die Richtung. 0 in die Richtung. Nice. Gabriel wurde hier wegen einer Schussverletzung behandelt. Warum ist das ein Geheimnis? Und wie kann sie das lesen? Können wir die Brosche mitnehmen? Nein. Stattdessen nehmen wir dieses Ding mit. Oh, jetzt können wir es einschmelzen. Was ist denn das? Ein Pterodactyl-Hebel, natürlich. Und ein Goldbarren. Das heißt, wir schmelzen jetzt erstmal Gold ein. Wofür auch immer. Und wo war doch gleich diese riesen Vogelvieh-Dingsi? Okay. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich irgendeine Form, wo wir das reingießen könnten. Okay. Du musst nicht in den Kanister. Wenn ich einen Goldbarren finde, würde ich einfach nach Hause gehen und mich freuen. Ja. Du bist aber auch nicht im 12. Jahrhundert zur Rettung der Welt auserkoren. Sondern bist im 21. Jahrhundert dazu auserkoren, dir Wimmelbild-Let's Plays und Memes anzugucken. Glückwunsch. War ich nicht gerade ein Hans im Wasser? Ich kann immer noch mit dem Ding schwingen. Wortwahl. Wortwahl. Können wir hier den Hebel einsetzen? Nicht so. Können wir hier einfach den Schlauch reinstecken? Ein bisschen Luft aus der Kanalisation saugen? Wäre das okay? Hatten wir irgendwo so ein Pterodactylus-Skelett-Gerippe? Irgendwie habe ich da was im Kopf, aber... Ich wüsste gerade partout nicht wo. Hier. Ich brauche immer noch Benzin. Okay. Wir brauchen vor allem auch immer noch ein Phrenologie-Teil. Und wir brauchen halt irgendwoher Benzin, was wir dann wahrscheinlich mit dem Gummischlauch irgendwoher abzapfen. Und in den Kanister füllen. Also so wird es laufen, aber ich wüsste gerade nicht, wo wir das Zeug herkriegen sollen. Können wir vielleicht hier einfach einen Schlauch ansetzen? Ah. Einfach mal einen Schlauch. What's the matter? Respiratory problems? Das hier. Nicht das mit der Gabel, nicht das mit dem Zinken, das vielleicht? Ach, shit. Übersehen. Okay, das nicht. Gabel sieht gut aus. Das Ding mit der Gabel geht irgendwie immer. So, das ist definitiv das Falsche. Das auch. Das hier auch. Was ist das hier? You're strong. Not that it matters. You won't last long against my poison gas. Kann ich jetzt bitte den Cheat hier einfüllen? Ah, bloß nicht zu schnell. Can't hold him forever. Enter his mirror now. Du hältst ihn auch total gut fest, so wo auch immer du deine Hände hast, aber du hältst ihn auf jeden Fall nicht fest. Vertausche benachbarte Dreiecke, um das Bild wiederherzustellen. Oh, so vertauschen, okay.
Camilla, thinking her Gabriel was dead, took her life on the day she was to marry Captain Alonso. Little did she know her beloved Gabriel was alive. I treated him here, in secret. Der Hut ist da sogar richtig, okay. Nein. I didn't want to lose her to him. She showed so much promise. But I've lost her anyhow. Then Gabriel suggested we could bring her back with some unholy magic. Okay. Der muss da runter. Das sieht okay aus. Das sieht okay aus. Das sieht nicht okay aus. Nein. Achso, das kann ich da gar nicht tauschen. Ah, hier oben kann ich noch was tauschen, okay. Dann muss das vermutlich dahin. I stole her body. Then we went to the depths beneath the city and performed the ritual. Now sorry about this, but I'll need you to give me the masks. Ich denke nicht. Try to understand. You'll be safe here. I can't allow you to continue. I've already lost everything. I can't lose you, too. Gabriel, come back here! You owe me answers! Jetzt muss ich ihn nur ein wenig näher ziehen? Ja, mach das doch! Nimm doch den scheiß Stock und zieh es halt noch näher ran. Wo ist das fucking Problem? Säureflasche. Gib mir uns auf die Hand. Easy Gabriel is gone. Never mind. I need a cure for Solomon. Let's wake up the Doctori. Okay. Ah, das ist genau der Zettel, den wir da haben, ja? Drei rote. Uns fehlen hier Zutaten aus der Apotheke und Kräuter aus dem Garten. Natürlich, was ist das? Gips. Oh, wir machen tatsächlich einen Gipsabdruck. Ich weiß zwar noch nicht von was, aber wir machen einen Gipsabdruck. Es ist nur ungewöhnlicher Schmuck. Zumindest bis ich den Schlüssel gefunden habe. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich von was auch immer wir einen Abdruck machen. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich die ganze Zeit, wo dieses fünfte Phrenologie-Teil ist. Das muss ja auch noch irgendwo rum. Einer liegt das hier zufällig mit auf dem Tisch. Ah, Riechsalz. What happened? You saved me. How can I repay you? Your mentor. I'm too weak to check on him. What medicine do you need? Ich brauche Schnaps. Your mentor. Okay. I'm too weak to check. We'll need ingredients from the apothecary and a few herbs from the yard. Take this. Danke.